Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der 3C Carbon Group, Hauptsponsor des HC Landsberg. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Verteidigungsrundenspiel zur Oberliga zwischen dem HC Landsberg und dem IHC Klostersee. Endstand 10:2 für Landsberg. Auf meiner linken Seite den Coach von Klostersee begrüßen Helmut Gleitner und auf unserer Seite Fabio Caziola, unseren Coach. Wie immer gilt das erste Wort dem Gästecoach. Ja, Helmut, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erst einmal schönen guten Abend und dann eine Gratulation natürlich an Fabio Landsberger zu dem knappen Sieg. Also, wie ich das sehe, ja, meistens ist es ganz einfach, wir haben 9 Tore zu wenig geschossen. Wenn wir ehrlich sind, hätte vielleicht 6-3, weil jetzt nach unserem Politik und unserer Einstellung wäre vielleicht für uns ein schönes Ergebnis gewesen. Ja, die Landsberger sind alles viel reingefallen. Wir haben leider die Nummer 1 nicht dabei durch ein Tor. Haben wir Rudi Schmidt im Tor gehabt, der junge Torwart, der hat heute einen übersichtlich starken Tag gehabt. Haben dann ein bisschen Drittel noch die Nummer 3 rein. Das ist ein junger Torwart, der die Sache ganz gut gemacht hat. Und wenn wir gegen die stabilen Landsberger spielen, immer wahnsinnig stabil, sie sind immer stark in den Zweikämpfen, sie sind in jeder Zone aggressiv. Und wenn es halt bei einer Mannschaft von vorn bis hinten, wie bei uns, halt nicht ganz stimmt, und dann hat man noch vielleicht einen Torwart mit einem schwächeren Tag, dann kriegt man natürlich in Landsberg keinen Blumentopf, das ist halt ganz klar. Deswegen, wenn man schon so eine Klatsche bekommen muss, dann war das für mich jetzt eigentlich der günstigste Zeitpunkt. Weil jetzt können wir uns dann in Ruhe eben auf die Playoffs vorbereiten. Wir können unsere Hausaufgaben jetzt machen. Dann heißt es eben Mund abwischen und dann gegen wen es geht. Das stellt sich ja in den nächsten Tagen raus. Versuchen uns da durchzusetzen und dann vielleicht mit frischen Schwung in die Playoffs und vielleicht kriegen wir uns da doch noch die eine oder andere Überraschung. Weil man kann sich in 2 Tagen verlernen, weil am Freitag haben wir einen Oberliga-Ligisten noch geschlagen. Von daher müssen wir noch am Augenblick vielleicht das eine oder andere Eishockeyspiel zusammenfinden. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, Fabio, zuerst einmal Glückwunsch zum wahrscheinlich ersten 6-Punkte-Wochenende nach dem lumpigen Donnerstag seit gefühlt 1896. Wir waren letzte Woche hier gesessen und haben so ein bisschen mit unserem Scheibenpech gehadert. Jetzt hat sich das gedreht. Wie hast du das Spiel gesehen? Hallo, es war schön, dass ihr da seid. Als allererstes will ich den Jungs gratulieren zum Einzug in die Playoffs. Das haben sie sich die ganze Saison sehr verdient. Und wie du schon sagst, letzte Woche saßen wir hier und waren wir alle traurig, warum es gerade so läuft. Und gesagt, die Jungs, die geben nicht auf, die sind motiviert, die geben immer Gas im Training. Und das haben sie diese Woche im Training auch wieder gemacht. Und am Freitag mal gesehen, die waren einfach bereit, die waren die Einstellung war da. Und das haben wir heute mitgenommen. Ja, vom Freitag haben wir alles mitgenommen. Die Jungs waren motiviert, die waren bereit, mit das Spiel anzugehen. Und wie er schon gesagt hat, wir waren in allen Dritteln sehr präsent, offensive Zone, aggressiv, neutrale Zone wieder super kompakt und aggressiv gespielt. In der defensiven Zone waren wir immer einer mehr, uns sehr unterstützt. Pässe waren heute besser. Zug zum Tor war heute sehr gut. Wir haben mal die Schüsse aufs Tor gebracht. Und wenn man schießt, da kann viel passieren. Und Küssen war heute auch wieder super. Und wir haben es auch gesagt, wenn wir zusammen spielen, einfach spielen, gerade in den Kampf. Mit Biss und mit Energie, da sieht man, was wir leisten können. Und wir haben jetzt nächste Woche noch ein Spiel und hoffe, dass wir das weiter so spielen, dass wir übernächste Woche, in 3 Wochen, glaube ich, bereit für die Playoffs sind. Und einfach nochmal Glückwunsch an die Jungs, dass die letzten 2 Spiele nochmal alles gegeben haben und an sich geglaubt haben. Vielen Dank.
Helmut, du hast gerade eben gesagt, ihr könnt jetzt die Hausaufgaben machen für in 14 Tagen. Was sind die Hausaufgaben? Oder was tut ihr jetzt bis zum Beginn der Pre-Playoff? Ja gut, eigentlich ist das ganz einfach. Wir kassieren zu viel und schießen zu wenig. Also, wenn man ein Eishockeyspiel gewinnen will, dann muss man mehr als 2 Tore schießen. Also, zu Hause sowieso. Und auswärts reicht das nicht. Wir haben einmal eine Phase gehabt, wir haben jetzt Wochenenden dabei, da kassieren wir 16 Tore. Jetzt das Wochenende, da haben wir früher einen Monat gebraucht, bis wir 16 Tore kassiert haben. Und da stimmt irgendwas nicht in der Zuordnung. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Fasching zu tun, ja, aber wie der Fabio schon gesagt hat, wir haben ja eine Mannschaft von einem Faschingstrikot so gehabt, also irgendwas nicht lieb. Ich meine, man kann im Fasching vielleicht unterwegs sein, aber trotzdem muss man dann diese Leistung aufs Eis bringen, wenn es soweit ist. Wir werden unser System nicht verlassen. Wir sind eine kompakte Mannschaft. Wir können Systeme spielen, die den Gegner zermürben. Wir müssen da wieder hinkommen, wo wir schon waren. Und dann habe ich überhaupt keine Angst, dass wir nicht in der Lage sind, gegenzuhalten. Vielen Dank. Ja, Fabio, was sind die Hausaufgaben, die es bei uns gibt? Beziehungsweise wir haben ja jetzt, oder wir hoffen, noch ist es nicht vorbei. Dass man ja, hier mal auf festhalten, noch sind wir nicht in den Playoffs. Wie geht man das nächste Spiel an? Was ist jetzt so die Woche zu tun? Wo ich hochgekommen bin, Schatz 4-3 für Erwin. Inzwischen steht es 4-4. 4-4. Overtime. 4-4. Overtime. Gut, dann sind wir mit in den Playoffs. Hausaufgaben, wir trainieren und bereiten uns auf das nächste Spiel genauso vor wie die Wochen zuvor. Und die Jungs, die müssen einfach nur ihr Spiel spielen, zusammenspielen. Und da können wir auch nächste Woche hier am Sonntag gegen Miesbach wieder super Eishockey spielen. Und da brauchen wir gar nichts zu ändern, wie ich schon letzte Woche gesagt habe. Ja, einfach so weiter spielen und weiter geht bis spielen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch, oder ich habe noch 2 Dinge in eigener Sache. Das erste, wir würden gerne hier die Gelegenheit nochmal nutzen und unserer U17 und unserer U20-Mannschaft, die beide im DEB-Bereich spielen, zum vorzeitigen Klassenerhalt zu gratulieren. Wir hatten dieses Jahr in beiden Mannschaften ein Jahr, wo wir viele junge, neue Spieler mit dabei hatten und die haben das toll gelöst. Wir sind stolz darauf, dass die Klasse gehalten wurde. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dann haben wir noch eine 2. Sache, die liegt mir sehr am Herzen. Wir freuen uns total, wenn ganz viel über uns diskutiert wird. Und uns Vorstände kann man auch gerne mal mehr oder minder persönlich angreifen, ist auch in Ordnung, da stehen wir drüber. Worüber wir nicht stehen, sind 2 Sachen. Einmal ist es immer ärgerlich, wenn unsere Spieler in irgendeiner Form persönlich unter der Gürtellinie angegriffen werden. Wenn man da manchmal das Internet liest, dann fragt man sich, ob es den einen oder anderen gibt, der das den Leuten auch persönlich sagen würde, wenn es dann mal nicht so läuft. Das ist das eine. Das finden wir nicht gut und das würden wir uns anders wünschen. Und das andere ist, es wurde ja vom einen oder anderen auch geschrieben, beziehungsweise im Stadion was zu hören, dass wir, ja, wenn es denn dann drauf ankommt, immer mal dann gern die Füße hochnehmen und verlieren. Da verwehren wir uns ganz stark dagegen. Das ist ein Schmarrn. Wir sind alle Sportler und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und idealerweise wollen wir die Spiele gewinnen bis zum 29.03. Das wäre das theoretisch letztmögliche Spiel. Bis dahin geben wir Vollgas und Radl. Und wer die Jungs anschaut, der weiß, die geben Gas. Wir vertrauen denen voll, wir vertrauen unserem Coach. Und das ist ein Schmarrn. Ich denke, man hat es heute gesehen, man hat es am Freitag gesehen. Manchmal gibt es so Phasen im Sport, da läuft es halt mal 2 Wochen wirklich übelst und dann dreht sich das auch wieder, wenn man hart arbeitet. Ich denke mal, wir haben hart gearbeitet. Und ja, ich hoffe, wir haben das widerlegt, das hat uns geärgert und das wollten wir einfach mal loswerden. Ansonsten
wie gesagt, wir freuen uns über jede Diskussion, die es über den HC Landsberg gibt. Das ist schön, wenn wir im Gespräch sind. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag, 1.3. beim letzten Heimspiel der Verzahnungsrunde gegen den TV Miesbach. Dann um 18 Uhr. Alle Spiele beginnen dann um 18 Uhr, damit da kein Schmuck getrieben werden kann. Und ja, freuen uns, wenn dann Stadion wieder voll wird. Wünsche Ihnen noch einen schönen Restfasching und eine schöne Woche. Bis zum Sonntag. Thank you.